Hi, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, was ihr über die neuen Polizeipanzer wissen müsst. Mein Name ist Lennart, ich arbeite als freier Journalist zu den Themen Überwachung, Repression und Hacking. Und seit 3 Jahren recherchiere ich nebenbei meist, also nicht Vollzeit, zu Sonderwagen, wie sie im Amtssprech heißen, Polizeipanzer, wie ich sie nenne, und auch andere. Dabei geht es primär um das Modell Survivor Air von dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Weil genau den hat das Bundesinnenministerium für die deutsche Polizei gekauft. Und so soll der Sonderwagen der 5. Generation auch werden, also es wird der Survivor Air. Bei historischen Aussagen, also ich werde ein bisschen auf die Historie eingehen, und Aspekten geht es dann meist generell eher um Sonderwagen an sich. Das waren auch andere, öfters Rheinmetall, und nicht unbedingt um den Survivor. Und um es ein bisschen aufzulockern zum Anfang, 2 Fragen vorweg. Könnt ihr euch irgendwie, ich kann euch ja sehen, irgendwie bemerkbar machen, wenn ihr dieses Fahrzeug kennt? Okay. Wir schätzen ein Drittel ungefähr oder ein Viertel. Dann wird die 2. Frage gleich interessant. Weil das ist eben dieses Survivor Air von Rheinmetall, die Berliner Ausführung. Also Berlin hat eine Einzelanschaffung getätigt. Das Fahrzeug ist eine Kooperation zwischen Rheinmetall, dem österreichischen Familienunternehmen, wie so häufig betonen, Achleitner, und der VW-Tochter MAN. Jetzt zur 2. Frage. Wer hat den schon mal in echt gesehen? Also Sonderwagen an sich meine ich jetzt. Ja, ungefähr gleich viele. Spannend. Das ist jetzt ein Bild von G20 in Hamburg 2017. Und es wird sehr viel wahrscheinlicher, dass man Sonderwagen in echt sieht, weil es eher mehr werden. Und zwar eher bei Demonstrationen und Umweltkatastrophen wahrscheinlich. Also Umweltkatastrophen wegen der Klimakrise, da gehe ich später nochmal drauf ein. Und vor allen Dingen wird man auch mehr sehen, weil die 4. und 5. Generation, also das hier zeigt Sonderwagen 4, 4. Generation, das davor war der Sonderwagen 5 oder soll das werden, sich überlappen werden. Also die Sonderwagen 4, der war ungefähr so 30, 35 Jahre jetzt im Einsatz und wird halt ausgemustert. Und der Sonderwagen 5 wird ungefähr die gleiche Zeit wieder im Einsatz sein wahrscheinlich. Und genau, das wird sich überlappen für vielleicht eine Dekade oder 2. Das hier ist der TM 170. TM steht für Thyssen Maschinenbau. Ist jetzt mittlerweile Rheinmetall Landsysteme, also gleicher Hersteller. Rheinmetall hatte Thyssen Maschinenbau übernommen. Es gab ungefähr 290 Stück von dem hier in Bund und Länder. Das ist ziemlich viel. Und ja, nach Ansicht von Politik und Wirtschaft hat das Teil ausgedient. Neue Zwecke fordern neue Technik. Vorweg ein bisschen Fakten zu dem Fahrzeug, also das Survivor Air, um dem es heute primär geht. Das hier ist von der Website von Rheinmetall. Genau, ich state mal da ein paar Facts. Also der kann bis zu 17 Tonnen wiegen. Preis schreiben sie nicht dran. Also Basisausstattung fängt ungefähr bei 500.000 an. Im Durchschnitt kaufen sie den für 1,2 Millionen. Kann aber auch noch teurer werden. Genau, 11 Personen haben drin Platz, wie man sieht. Sehr geräumig. Sie sprechen, wir werben manchmal ein bisschen damit, dass auch Frauen drin sitzen können. Ich glaube, das ist eine Anforderung nach dem Standard, nach dem der gebaut werden muss. Bisschen weird. Genau, dann gibt es noch optionale Ausstattung, nämlich zum Beispiel CBRN-Schutzbelüftungsanlage, also chemisch, biologisch, radiologische und nukleare Gefahren soll der abwehren können. Zudem können auf dem Dach, sieht man jetzt hier gerade nicht, Waffenstationen agitiert werden. Und die Bundespolizei soll in der Anschaffung, zu der Anschaffung Sonderwagen 5 jetzt auch tatsächlich Waffenstationen dafür bekommen. Noch zu den Begrifflichkeiten. Sonderwagen sind im Polizeisprech generell als, so steht generell für besondere Fahrzeuge, also zum Beispiel auch Wasserwerfer gehören dazu. Also alles, was aus der Norm fällt und vor allen Dingen auch auffällt. Der Sonderwagen 4 ist das grüne Fahrzeug, das wir eben gesehen haben. Genau, und das Bundesministerium des Inneren und das Beschaffungsamt des BMI, also das ist eine abgetrennte Behörde, die halt die Anschaffungen macht, nennt den kommenden Sonderwagen 5 derzeit während der Ausschreibungsphase, also die Ausschreibung ist vergeben, aber jetzt ist halt die Erprobungsphase, wo sie genau herausfinden, was sie jetzt wirklich wollen, Nachfolger des Sonderwagen 4. In wenigen Jahren, spätestens 2026, also in 3 Jahren, wird es dann den Sonderwagen 5 geben und dann heißt er auch wirklich erst Sonderwagen 5, sprich, den gibt es eigentlich noch gar nicht.
innerhalb des Survivors Airs gibt es dann noch quasi drei verschiedene Modelle. Das ist einmal der Survivor 1 und 2, das sind die 8-Leitner-Versionen, also die vertreiben nochmal ihre eigene Version. Und dann das Rheinmetall Survivor Air. Spaßfakt, das R steht für Rheinmetall. Also jegliche Survivors, die bisher in Deutschland fahren, das weiß ich jetzt halt nicht aus dem Kopf, also bis zu 1 bis 2 haben so ein paar Bundesländer auf eigene Kosten angeschafft. Das sind keine Sonderwagen. 5, es sind schon Sonderwagen, aber es sind jetzt nicht, diese 5er sind alles Einzelanschaffungen. Die haben so im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro, wie gesagt, gekostet. Zusätzlich Wartung und immer aus dem eigenen Haushalt heraus. Sonderwagen 1 und 2 aus Beginn der Bundesrepublik sahen dem Sonderwagen 4 sehr ähnlich optisch. Der Sonderwagen 3 war eine Mercedes G-Klasse. Primär zum Personenschutz habe ich jetzt kein Bild, aber halt so ein geländegängiger Wagen. Also sprich eher ein PKW. Ich und wie auch viele andere tatsächlich, gerade Presse, nennen das einfach kurz Polizeipanzer. Das ist auf jeden Fall ein Begriff, der politisch aufgeladen ist. Aber es erleichtert einfach die Kommunikation um diese Fahrzeuge, die auch umstritten sind. So generell kann man sagen, es sind gepanzerte Fahrzeuge bei der deutschen Polizei, ergo Polizeipanzer. Selbst die Bundeswehr sagt in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, dass Panzer nicht immer auf Ketten fahren müssen. Es gibt auch Radpanzer. Zum Einsatzzweck. Sonderwagen an sich oder Polizeipanzer sollen Sicherheitskräfte zu ihren Einsatzorten bringen. Und zwar geschützt. Und sollen sie auch wieder rausbringen, geschützt. Dabei wird bei der Narration von Behörden und Herstellern oft nach noch ein gefährlich vorweggeschoben, also gefährliche Einsatzlagen. Sprich, Polizisten sollen mit dem Panzer möglichst nah zu einem Amoklauf, terroristischen Anschlag etc. gebracht werden. Und dann geht es halt auch um die Bergung von verletzten Polizisten oder Beamten. So hatte der Sonderwagen 4, der Grüne, den wir gerade gesehen haben, hinten eine Luke, wo man dann die Beamten wieder reinziehen konnte, wenn sie verletzt waren. Das gibt's beim Survivor Air dann nicht mehr. Ende Februar war ich bei der Waffenmesse in Forstec, das ist in Nürnberg. Eine der größten Waffenmessen, die wir in Deutschland haben, wir haben aber auch nicht so viele. Und da hat ein Mitarbeiter von Achleitner, ich vermute aus dem Management, zu einem anderen Menschen, von dem ich nicht weiß, wer gesagt, das Sondereinsatzkommando möchte ein sehr taktisch aussehendes Fahrzeug, keinen gepanzerten Geländewagen, also nicht so Sonderwagen 3-Stil. Und die wollen auch nicht so, also ich meine, das grüne Fahrzeug habt ihr gesehen, das sieht jetzt nicht sehr taktisch aus. Eher so Rambo-Style, los geht's. Und böse gesagt könnte man sagen, mit dem Survivor geht es damit eher so um Form als Funktion. Was ich euch hier mit dem Screenshot zeige, ist ein Ausschnitt aus einem Interview mit einem Polizisten einer Festnahmehundertschaft der Bundespolizei. Das ist auch ein Screenshot aus der Zeitschrift Bundespolizei Kompakt aus 2016. Und da berichtet der Beamte von einer 1. Mai-Demonstration in Berlin-Friedrichshain. Und er sagt, das Schlimmste, was er in seinem Dienst bisher da erlebt hat, seien heruntergeworfene Gehwegplatten, die dann neben ihm auf einem Sonderwagen gelandet sind. Dazu muss man sagen, Gehwegplatten oder Betonplatten an sich sind immer mit Linksradikalen oder wie Behörden das nennen, Linksextremen verbunden. Das ist in der Berichterstattung fest so verknüpft. Wenn man danach googelt, findet man bei Gehwegplatten immer irgendwie Berichte vom 1. Mai, wie auch G20 in Hamburg. Sprich, es geht um den schwarzen Block mit grauen Betonplatten gegen die Einsatzhundertschaft mit gerade mal einem Polizeipanzer. Nun, wie es dazu kam, dass neue Sonderwagen angeschafft werden sollten. 2015 hat der damalige Ressortchef beim BMI, Thomas de Maizière, damals hat Ressortchef, Folgendes gesagt. Das einzig geschützte Fahrzeug ist der Sonderwagen 4, derzeit gesamt 53 Stück. Er bietet keinen Schutz gegen Beschuss mit Kalaschnikow. Das ist halt sein Narrativ und das zieht sich bis heute so durch. Es geht um Terrorismus. Es geht um die Terroristen, die Deutschland bedrohen, die innere Sicherheit und dagegen braucht man diese Fahrzeuge. Das war auch 2013, 14 bis 15 auch gar nicht so unbegründet. Damals gab es viele Anschläge in Europa, gerade islamistische und Rechtsextreme. Und so wurde dann argumentiert, dass diese Terroristen halt Kriegswaffen, ne, Kalaschnikow, einsetzen und man diese auch als Polizei im Inneren abwehren können muss. Und das wird auch bei den Einzelanschaffungen in Sachsen, Baden-Württemberg, in Sachsen so gesagt, da komme ich gleich nochmal zu, es geht immer um Terrorismus.
Terror-Amok-Lagen, halt das Schlimmste vom Schlimmsten. Weiterhin, wie es dazu kam, das hier ist die Ausschreibung für den Sonderwagen 5. Genau, es geht um Polizeifahrzeuge. Und das ist eine Ausschreibung vom Beschaffungsamt des BMI, das auf der europäischen Ausschreibungsplattform Tender Electronics, Electronic Daily erstmals im August 2018 angekündigt wurde. Die Aufgabe, so wie es das BESCHA, so wird es abgekürzt, hat, ist, Einkäufe zu bündeln und zentral abzuwickeln. Direkt danach steht auf der Website der Satz, davon profitieren unsere Kunden und der Steuerzahler. Mit den Kunden müssten, so wie ich es verstehe, die Polizei in der Länder gemeint sein. Und die Steuerzahler sind wir. Da ist man wirklich dankbar. So hat das Beschaffungsamt des Bundes, des BMIs, für das BMI einen Vertrag mit Rheinmetall ausgehandelt. Insgesamt geht es also um 81.300.000 Euro für 55 Sonderwagen, 5, 45 davon für die Länderpolizeien, für 68 Millionen Euro und 10 Sonderwagen für die Bundespolizei, die insgesamt 13,3 Millionen Euro kosten sollen. Zusammen addiert sind das dann 81 Millionen. Also ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Stück für die Länder und 1,3 Millionen pro Stück für den Bund. Und zudem haben sie sich Optionsmengen, so wird es genannt, offen gelassen für je 7 weitere Fahrzeuge von Rheinmetall für insgesamt 43 Millionen Euro. Und das ist vertraglich so festgehalten. Genau, jetzt die Frage, wie wir das alles wissen. Unter anderem aufgrund dieser Anfrage nach Sachinformationen von dem Mitglied des Bundestages, Viktor Perli von der Linkspartei. Der hat so eine Anfrage an das BMI gestellt im Februar 2022. Das hier ist die Antwort. Solche Anfragen und Veröffentlichungen sind extrem hilfreich bei solchen Recherchen. Parlamentarische Anfragen sind halt nicht grundlos. Das ist das stärkste, schon das stärkste Mittel, der Instrument der Opposition. Aus der Antwort geht hervor, dass das BMI mit Kosten in Höhe von 830.000 Euro für die Ausbildung und Weiterbildung der Polizeikräfte für den Sonderwagen rechnet. Das ist netto ohne die Umsatzsteuer und ist weiteres Geld, das halt direkt an Rheinmetall geht. Der Rüstungskonzern hat sich außerdem mit den Wartungsverträgen für ein paar hunderttausend Euro, also so niedrigstellig 100.000, für wohl 30 Jahre dann gutes Geld gesichert. Für einen weiteren Punkt muss ich etwas ausholen, nämlich, also was jetzt gleich auf den nächsten Slide kommt, dafür muss ich ausholen, warum wir überhaupt von der Vergabe dieser Ausschreibung wissen, also wann die vorbei war. 2019 hat Arne Semsrott von Frag den Staat den Verteilerschlüssel der Wasserwerfer 10, also auch der neuen Generation, über das Informationsfreiheitsgesetz angefragt und auch bekommen mit einfachem Widerspruch. Infolgedessen von Arnes Recherche habe ich den Verteilerschlüssel für die Sonderwagen angefragt. Das IFG, Informationsfreiheitsgesetz, gibt jedem das Recht, Dokumente beim Staat anzufragen. Prinzipiell gibt es auch das Recht, sie zu erhalten. Wenn es Ausschlussgründe gibt, kann man klagen. Oder wenn man zum Beispiel keinen Bescheid gibt, kann man Untätigkeit klagen. Genau, das habe ich dann in Kooperation mit Frag den Staat gemacht. Leider mussten wir dann in der Verhandlung beim Verwaltungsgericht Berlin, also erste Instanz, feststellen, dass das nicht funktionieren wird, weil Polizei und BMI haben dann vor Ort in der Verhandlung zur Hochphase von Corona, Covid-Pandemie, angegeben, dass die Information noch gar nicht vorliegt, weil die Ausschreibung noch nicht vorbei ist. Aber dann so ein bisschen aus Frust und aber vor allen Dingen auch aus Neugierde habe ich angefangen, nach Presserecht ein Dreivierteljahr die Pressestelle des BSCHAs anzufragen. Circa 1 bis 4 Mal im Monat habe ich dann nach dem aktuellen Stand der Ausschreibung gefragt. Und am 15. November 2021 habe ich dann das letzte Mal angefragt, weil das war der Tag tatsächlich, das wusste ich nicht, aber an dem Tag hat Rheinmetall die Ausschreibung erhalten. Am Tag drauf habe ich dann diese Antwort bekommen. Das war purer Zufall. Aber so hatte ich die Information tatsächlich als erster. Wenig später habe ich dann mit den wenigen Infos, die leider drinstehen, also zum Beispiel, dass der Survivor R-Wirt stand noch nicht drin, bei dem Fachmagazin Zillip, Bürgerrecht und Polizei und auch bei Netzpolitik.org das veröffentlicht. Übrigens, großen Shoutout an Zillip, die recherchieren seit 35 oder 37 Jahren zu Polizei in Deutschland und auch international und sind gute Leute, die gute Arbeit machen. Genau, also die Presse hat mir damals nur gesagt, dass es ans Rheinmetall ging, der Auftrag, nicht, dass es um den Survivor R ging.
Dafür braucht es dann auch parlamentarische Anfragen. Genau, jetzt hole ich wiederum weiter aus. Kleiner Exkurs zurück in die Weimarer Republik. Hier seht ihr den Schupo-Sonderwagen Erhard 21. Das ist einer der neueren tatsächlich damals gewesen. Es gab auch Vorgängermodelle. Er wurde von der Schutzpolizei der Weimarer Republik eingesetzt. Das war so eine Art paramilitärische Polizei zur Aufstandsbekämpfung. Konnte 56 km/h fahren, wog um die 11 Tonnen. Und der Versailler Vertrag von 1919 hat eigentlich verboten, nach dem Ersten Weltkrieg, dass das Deutsche Reich Panzerwagen besitzt, geschweige denn herstellt. Die einzige Ausnahme dann von 1920 waren eben solche gepanzerte Fahrzeuge für die Polizei, für den Einsatz nur im Inneren. Das Vorgängermodell EV4 wurde beispielsweise von beiden Seiten bei den Aufständen in Oberschlesien eingesetzt. Genau, ein Buch über die Polizei in der Weimarer Republik beschreibt diesen Sonderwagen als schwerste Waffe, die sie damals hatten. Das gleiche Buch, die gleiche Quelle sagt aber auch, sie sollen bei kleineren Holzbarrikaden schon eher auseinandergefallen sein. Also es waren nicht wirklich so die krassen taktischen Fahrzeuge. Also sie sahen sehr imposant aus und darum ging es auch, geht es auch heutzutage noch drum. Sie sind ja regelmäßig kaputt gegangen. Die gleichen Fahrzeuge wurden dann übernommen, hier auf der rechten Seite von den Nationalsozialisten. Sie konnten viele dieser Fahrzeuge übernehmen. Das hier sind zwei Seiten aus einem Buch über gepanzerte Fahrzeuge der Ordnungspolizei. Da hat sich der Autor, ich glaube in den 90er Jahren, die Mühe gemacht, so Steckbriefe zu jedem Auto zu machen. Und die Quelle dieses Buch, der Autor, sagt auch, dass es den Nationalsozialisten definitiv darum ging, halt Stärke bei ihrer Polizei zu symbolisieren. Das belegt er auch anhand von Quellen. Wieder das Bundespolizeimagazin Kompakt. Die sehen das auch so. Ich möchte damit keinen Vergleich machen, sondern sie sagen halt, dass Sonderwagen abschrecken sollen und Stärke symbolisieren sollen. Und das ist einfach historische Kontinuität. Also ich möchte keinen Vergleich in dieser Form aufmachen. In der Ausgabe aus 2021 zu 70 Jahren Bundespolizei rezipieren sie diese Geschichte der Sonderwagen in diesem Artikel. So heißt es dort: Schutz, Abschreckung, taktische Maßnahmen über die Sonderwagen. So wird auch der Umbau von Bundesgrenzschutz zu Bundespolizei, also BGS zur Bundespolizei beschrieben. 1951, als der BGS aufgebaut wurde, hatte die USA dann 50 gepanzerte Fahrzeuge des Typs Ford M8 Greyhound geliefert. Die wurden zuvor im Zweiten Weltkrieg genutzt von den Alliierten. Und noch 2017, also gerade einmal vor sechs Jahren, übernahm die Bundespolizei 10 MOVAC Eagle Fahrzeuge von der Deutschen Bundeswehr. MOVAC ist ein Schweizer Hersteller. Und der Übergang zwischen militärischer und polizeilicher Nutzung ist fließend. Und es wirft die Frage auf, ob man zeitgleich den Sonderwagen 5 wirklich ausschreiben muss und erwerben muss, wenn man zeitgleich halt ähnlich gute Fahrzeuge von der Bundeswehr übernehmen kann. Aber es zeigt vor allen Dingen, dass die letzten Slides zeigen die Entwicklung über Weimarer Republik, Aufstandsbekämpfung, hin zu Krieg, Nationalsozialismus, hin zu Räumpanzer, also beim BGS und die Sonderwagen 1, 2 und 4, das waren halt eher so Räumpanzer. Und jetzt letztendlich, und das ist so der Hauptpunkt, den ich machen möchte, hin zu Prestigeobjekten. Das hier ist der Survivor Air beim sogenannten Europäischen Polizeikongress 2022. Ich sage so genannt, weil das ist eine privatwirtschaftliche Veranstaltung von dem Verlag Behördenspiegel und es ist keine offiziell staatliche Veranstaltung, wie es eher klingt. Eine Polizeiforscherin der Uni Hamburg, Stefanie Schmidt, sie forscht zu, hat darüber eine Dissertation geschrieben und sie forscht zu Emotionalität bei der Polizeiarbeit, beziehungsweise bei, wie sie es nennt, Gewaltarbeit. Und sie hat mir berichtet bei einer Recherche letztes Jahr, dass sie 2018 bei diesem Kongress war. Da wurde auch ein Survivor Air von Rheinmetall ausgestellt vor den Hallen, dass sie da eine interessante Szene beobachten konnte. Und so hat eine Gruppe von BereitschaftspolizistInnen ist angefahren. Sie waren anscheinend keine normalen Kongressbesucher, sondern vielleicht nur zum Schutz da. Und sie kam mit ihrem regulären Einsatzhundertschaftwagen, so eine Wanne. Und jetzt lese ich einmal mal vor, was sie mir da berichtet hat. Sie sind ausgestiegen und haben den Patch ihrer Einsatzhundertschaftbezeichnung scheinbar von ihrem Auto abgenommen, sind zu dem Survivor Air gegangen und haben den Patch auf den Survivor geklebt. Und sich dann davor gegenseitig fotografiert.
Schmidt nennt diese Aneignung, nennt dies Aneignung eines Objekts. Und die Anekdote drückt vor allem aus, was für eine Faszination bei den Polizeikräften für dieses Fahrzeug vorherrscht. Ein ähnliches Interesse oder auch Faszination ist spürbar bei diesem Zitat von NRW-Innenminister Herbert Reul aus 2018. Diejenigen, die für uns unter Lebensgefahr die Kohlen aus dem Feuer holen, brauchen für ihren Schutz das beste Material, das auf dem Markt zu haben ist. Reul sagte diesen Satz bei der Vorführung der Eigenanschaffung von NRW. Die haben nämlich einen Survivor für das Sondereinsatzkommando in Essen gekauft. Jetzt war ich gerade unsicher. Ich glaube, ein Survivor eher und kein von Achleitner. Und ich finde vor allen Dingen mit den Kohlen, die Metapher passt auf jeden Fall gut zu der Region. Das ist ein Screenshot von einem Artikel, den ich Ende letzten Jahres bei Wise, einem Jugendmagazin, veröffentlicht habe. Zu den Einsatzzwecken habe ich da recherchiert, der bisherigen Eigenanschaffung. Und dabei kam herum, der wird so gut wie nicht benutzt. Ich meine, er sieht auch sehr schick aus. Ob man ihn jetzt wirklich so am 1. Mai dahin fahren möchte und bewerfen lassen möchte, eher nicht anscheinend. So gab es kleine Anfragen in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Keine Landesregierung wollte ihre Kaufpreise nennen, angeblich weil sie die Geschäftsgeheimnisse der Rüstungsfirmen schützen mussten. In Hamburg hat man den Survivor eher seit Anschaffung 2017 20 Mal genutzt. Also wie gesagt, die Anfrage ist aus Ende letzten Jahres, da liegen jetzt dann 5 Jahre zwischen. Primär, sagt der Senat, bei Demonstrationen und Fußballspielen, wie auch bei G20. Und Berlin nutzt das Fahrzeug im Schnitt so alle 6 Monate einmal. Das sind relativ hohe Kosten bei einem geschätzten Preis von 1,2 Millionen Euro plus Wartung und Ausbildung der Polizeikräfte. Alexander Bosch forscht an der Hochschule für Wissenschaft und Recht in Berlin zu Polizei und Sicherheitsmanagement. Und er sagte mir damals, klar, Sicherheit kostet Geld. Aber die gestehende Gefahr bei solchen Panzerwagen ist, dass sie zweckentfremdet werden und dann mangels ursprünglicher Einsatzlagen plötzlich bei politischen Protesten auftauchen. Und wir erinnern uns, gekauft wurden die meisten wegen Terrorismus und dann werden sie bei Fußballspielen eingesetzt. Genau. Und er sagt, Demokratiebekämpfung und Einsätze bei Demonstrationen, die erfüllen das nicht. Also er resümiert am Ende, eine demokratische Gesellschaft benötigt keinen Survivor eher am Rande einer Antifa-Demo. Ja. Dabei gibt es für die Sonderwagen sehr unterschiedliche Einsatzzwecke. Nicht unbedingt für den Survivor Air, aber generell. Hier ein Bild von der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Damals hatte die Polizei überlegt, aber anscheinend nicht getan, Menschen geschützt in den Sonderwagen 4 aus dem Katastrophengebiet heraus zu manövrieren. Weil der hat so ganz leichte Amphibienfunktionen und wäre halt bei einer Flutkatastrophe tatsächlich sinnvoll, solche Fahrzeuge zu haben, aber vielleicht eher beim THW. Es geht aber auch ganz anders. Man kann ihn zum Klettern verwenden, wie hier bei dem Sonderwagen 4 in Schleswig-Holstein. Da wurde in Flensburg ein linkes Zentrum geräumt, das vorher besetzt wurde. Und das bot sich anscheinend gut an, dann einfach damit rüber zu klettern. Wirklich souverän sieht es jetzt nicht unbedingt aus, gerade bei dem Kollegen über der Fahrerkabine. Aber ja, er hat es hoffentlich, oder ja, er hat es wahrscheinlich geschafft. Hier auch bei der Räumung des ehemaligen Frauensternchen-Projekts Liebig 34 im Jahr 2020. Ich war damals vor Ort und anhand des Winkels kann man rekonstruieren, dass dieses Bild, das ich nicht gemacht habe, aus dem Bereich der JournalistInnen, also des Pressebereichs kam. Die hatten einen extra abgesperrten Bereich für Presse. Ja, ich glaube, es geht eher darum, mit dem Sonderwagen mal die Sicht zu versperren, weil hinter dem Sonderwagen, was man sieht, was man erahnen kann, ist die Eingangstür zu dem Hausprojekt. Da kamen sie nicht rein, dann haben sie noch ein anderes Fahrzeug angefordert, schon ganz früh am Morgen, das hatte ich morgens noch gesehen, um 5 oder 6 Uhr morgens, das schwarze Fahrzeug mit der Leiter. Ja, genau. Und beim Sonderwagen 4 ging es jetzt, dass er da stand. Ja, Sicht versperren eher. Oder hier beim Protest gegen die Rodung am Dannenröder Wald. Da haben Linke die Schaufel vorne, also womit sie dann halt Barrikaden wegräumen können, oder die können da auch so eine Art Wand aus Gitter vormachen, mit der sie Leute abdrängen können. Das polizeiliche Gegenüber, wie es genannt wird.
Und davon gibt es ein Video, und da haben die KlimaschützerInnen die Polizisten aufgefordert, das mit dem Koksen sein zu lassen, um sich mal einen ordentlichen Job zu suchen. Und jetzt, gar nicht mal so witzig, an der griechisch-türkischen Grenze zur Migrationsbekämpfung. Das ist ein Achleitner-Modell vom Survivor. Vorne die Einsatzkräfte sind zum Teil aus Österreich von der Cobra-Spezialeinheit, und die wurden damals vom Außenminister hingeschickt, Innenminister, um ja bei der Flüchtlingssuche, wie der Österreicher Kurier es dann genannt hat, zu helfen. Die wurden sogar auch mit Drohnen hingeschickt. Also ja. Und auch bei Castor-Protesten werden Sonderwagen eingesetzt oder wurden. Hier ist eine Ausgabe der Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei, der GdP. Und was wir hier sehen, ist klassische Cop-Propaganda. Sie beschreiben im Beschreibungstext des Bildes: der brennende Sonderwagen im Wald. Demonstranten legen Feuer unter dem Fahrzeug, Fotografen machen Bilder. Man denkt erstmal, gerade der zweite Satz, sehr deskriptiv, aber der Sonderwagen brannte nicht am Ende. Davon gibt's also gibt's keine Berichte, und die Videos zeigen immer nur Brandsätze an dem Fahrzeug. Was sie aussagen wollen, und gerade auch zur Stärkung innerhalb der Truppe, das wird eher von PolizistInnen gelesen, diese Zeitschrift: die vermeintliche Gefahr ist immer da. Und sie wird vor allen Dingen auch heraufbeschworen. Das hat man auch beim G20 in Hamburg vor allen Dingen gemerkt. Hier ein Bild vom G20 in Hamburg 2017. Hier sehen wir, wie SEK aus dem Hamburger Survivor hüpft. Der wurde damals nachts in die Schanze geschickt. Abermals ein Beispiel für Demokratiebekämpfung. Und auch damals gab es wieder das klassische Gehwegplatten-Narrativ. Aber die Polizei muss gar nicht selbst so viel machen. Also der Staat muss nicht so viel selbst machen, um die Bevölkerung an das neue Fahrzeug zu gewöhnen. Hier sind Screenshots aus der letzten Folge Alarm für Cobra 11. Da ging es um ziemlich krasse Themen in der Folge. Also so Foltergefängnisse in Containern, die dann auf LKWs über Autobahn geschickt wurden. Und dann kam irgendwann so nach Minute 40 von einem 90 Minuten, die haben da Spielfilme draus gemacht, kam dann der Survivor Air, in der Optik der Berliner Anschaffung übrigens, nur für eine Minute ungefähr leider. Aber er brachte dann die Einsatzkräfte sicher in diese Gefahrensituation rein, in eine Lagerhelle, wo die Foltercontainer drin waren. Und sie konnten dann ihren Einsatz da machen. Aus Sicht von Rheinmetall ist das natürlich Marketing, gute Werbung. Und sie haben die Dreharbeiten auch dokumentiert und in ihrem Hausmagazin Dimensions verarbeitet. Auch 2018 gab es schon eine Folge mit dem Survivor bei Alarm für Cobra 11. Da wurde eine nicht so ganz klassische Szene gezeigt, eine Verfolgungsjagd, also ja, klassisch für Alarm für Cobra 11, in der Autos gecrashed sind, aber auch mit der man über Böschungen fahren kann, unten rechts. Damit wirbt auch Rheinmetall, die haben so Videos, wie sie dann so durch Parcours fahren mit dem Auto, Fahrzeug. Genau, also es ist besonders geländegängig und mobil. Soll aber halt auch in der Stadt funktionieren. Das Tolle übrigens, ich habe mir dann die erste Folge, die jetzt nicht, aber mal in Gänze gegeben, und es ist sehr angenehm, Alarm für Cobra 11 zu schauen. Die sagen einem direkt, was man zu denken hat. Hier auch noch ein letztes Filmbeispiel, das ist sind Screenshots aus der letzten Folge von Dogs of Berlin. Da wurde ein Survivor eher, ich vermute ziemlich sicher, das merkt man in den Schriftzügen, ziemlich sicher das Ausstellungsstück von Rheinmetall ist das. Es ist eine Folge aus 2018, wahrscheinlich 2017 gedreht, das würde passen. Ja, das musste dann leider in eine sogenannte No-Go-Zone-Area gebracht werden. So ungefähr Neukölln nachempfunden. Und bei Dogs of Berlin ging es die ganze Zeit um Clankriminalität, also die Araber mit den Kriegswaffen. Also sie zeigen dann auch Sturmgewehre. Genau, und dann gab es übrigens auch noch korrupte PolizistInnen in der Sendung. Genau, und man sieht hier halt, wie der Survivor da reinfährt. Man sieht dann auch, wie es Autos, andere crasht, wie Autos brennen oben rechts, das Polizeiauto auf der Motorhaube brennt, ist etwas skurril. Von der Eröffnung der EZB in Frankfurt weiß man, dass Autos anders brennen. Ja, ist ja nur ein Film. Jetzt, den habe ich tatsächlich dabei, wenn sich jemand den anschauen möchte. Ein Kinderspielzeug von Sico zur Frühangewöhnung quasi. Für nur 19,90 Euro kann sich das jedes Kind einen eigenen Sonderwagen, einen eigenen Survivor Air kaufen. Ich habe dann bei Sico angefragt und die Information erhalten, dass das eine Kooperation mit Rheinmetall ist, steht auch auf der Verpackung übrigens, aber auf Initiative von Sico entstand. Da gab es anscheinend einen leitenden Mitarbeiter, der das Ding ziemlich cool fand, so ließ sich so rauslesen.
Dafür hat Sico auch Pläne und Bilder des Fahrzeugs erhalten. Und ihre Zielgruppe beschrieben sie als nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und mitunter auch polizeiaffin. Genau. Dann gibt es auch noch Modelle in H0-Größe für den Modellbau. Hosseehofer wird entzückt sein. Das ist übrigens auch Hosseehofer Modelle in H0. Die sind dann doch etwas teurer, also alles so um die 30, 40 Euro. Habe ich auch, habe ich nicht dabei. Ich kann euch sagen, das sind so Resin-Modelle, das heißt, mir wurde auch gesagt, BOS, der Hersteller von diesen beiden, das ist eher so Ramsch. Also die sind billig hergestellt, das merkt man auch, wenn man sie dann anfasst, also nicht viele Details. Bei mir ist die Frontscheibe direkt rausgefallen, also ich habe es ausgepackt und die Frontscheibe war nicht drin. Kann man schon machen. Ich hätte schon Bock, das mal so ein Riot in Modellbau nachzubauen. Ja. Oder hier als Klemmbausteinmodell von Blue Bricks mit über 800 Teilen. Wie man ungefähr an der Optik und am Kennzeichen erkennen kann, ist das der Berliner Survivor nachempfunden. Habe ich auch zu Hause liegen, noch nicht zusammengebaut. Mal schauen. Auch ein Schmuckstück. Ein Quartett, ein Fahrzeugquartett von Rheinmetall, das sie jetzt nicht offiziell vertreiben, das sich auf dieser Waffenmesse in Nürnberg erhielt. Also meines Wissens überhaupt nicht frei verkäuflich. Hätte ich jetzt auch dabei. Und vielleicht, also ich glaube deswegen, weil es nicht so wirklich nicht kursieren wird, wird man jetzt nicht unbedingt auf jedem Spielplatz hören, willst du deinen Leopard 2 gegen meinen Survivor tauschen? Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau, jetzt noch fast zuletzt, wie sie Unternehmen sich selbst darstellen. Das hier ist ein Screenshot von gestern von der Rheinmetall-Website. Die haben ungefähr vor 2 Wochen ein neues Design erhalten. Und das neue Design, gerade das, also das alte auch schon, aber das sagt quasi, wir sind transparent, wir sind ein ganz normales Unternehmen. Dabei ist es halt ein Waffenkonzern. Und man kann sogar Kontakt aufnehmen, wie man oben rechts sieht. Es ist etwas skurril, weil man Rheinmetall-Kunden sind doch eher Nationalstaaten oder halt Behörden und oder sehr große Unternehmen. Rheinmetall konnte übrigens vor 2 Wochen erst sich den Aufstieg in Börsenindex DAX sichern. Man könnte sogar sagen, dank des Ukraine-Kriegs. Das hier ist eine Broschüre von Achleitner, wo sie den Survivor Air in Kooperation mit Rheinmetall bewerben. Diese Broschüre habe ich auch bei der Waffenmesse erhalten. Und dort betonen sie halt die Mobilität und dass es halt optimalen Schutz gewährleistet. Zu guter Letzt, die Polizei Berlin hat, wie gesagt, eine Eingangsschaffung, die rechts im Bild, diese klassische blaue. Und die veranstalten fast jedes Jahr, durch die Pandemie nicht unbedingt, aber fast jedes Jahr einen Tag der offenen Tür in Ruhleben im westlichen Berlin. Dort zeigen sie den auch immer. Ich habe den 2019 da das erste Mal gesehen. Man durfte sich nicht reinsetzen oder so. Also man durfte sogar nicht anfassen. Ich habe nachgefragt. Das ist bei Waffenmessen, wo sie den, oder halt bei Sicherheitsmessen, wo sie den für die Behörden ausstellen, ganz anders. Da kann man sich reinsetzen, habe ich gemacht 2-mal. Und man kann den anfassen, man kann Bilder machen, alles. Mal Knöpfe drücken oder so. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem YouTube-Clip. Panzer, Drogen und Knast hieß der. Polizei Berlin Messe. Von dem YouTuber Hey Aaron, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Er ist eigentlich Aaron Troschke und er macht regelmäßig solche Videos, gerade auch über die Polizei Berlin. Es ist so, seine Zielgruppe, von dem wie er spricht und sich gibt, ist dann eher jugendlich, also auch relativ jung. Und in diesem Clip hier, die blonde Frau in der Polizeijacke, das ist Barbara Slowik, sie ist die Polizeipräsidentin in Berlin. Also selbst sie, also ungefähr 2 Minuten taucht sie da auf oder 1 Minute. Ihr ist es wichtig, dann dabei zu sein. Und in dem Begleittext zu diesem YouTube-Video schreibt Troschke, Zitat, danke, dass ihr mich auf das Gelände gelassen habt. Die Polizei Berlin braucht ohne T, Nachwuchs. Hier geht es zu den Infos und dann direkter Link zu berlin.de, zur Polizei Berlin, zur Anwerbung. Also dieser Takt auf der Tür ist halt auch wirklich nur Werbung, dass Leute da sich einen Job suchen wollen. Jetzt ist halt die mittlerweile ein bisschen elendige Frage, ist das jetzt Militarisierung oder nicht? Das hat nämlich 2 Komponenten. Einerseits AutorInnen und Wissenschaftler der eben genannten ZILIP, die sagen eindeutig ja, weil sie verstehen unter Militarisierung, Zitat, die Herausbildung von organisationellen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata, die dann zunehmend militärischen Logiken folgen.
Sie argumentieren, die Wirtschaft bietet der Polizei quasi eine Immunisierung und den Schutz gegen das Schlimmstmögliche, aber nicht gegen das Wahrscheinliche. Also terroristische Anschläge sind nicht mehr wahrscheinlich. Und das wissen wir auch. Also selbst hier in Hamburg ist letztens bei dem Anschlag auf die Zeugen Jehovas, da war kein Survivor, wurde mir berichtet von eben diesen Forschern. Genau, also unter dem Aspekt ist Militarisierung bei den Sonderwagen schon gegeben. Nur technisch würde ich das anders sehen, von der Technik her, vom Material. Es ist einfach eine logische Fortentwicklung und nicht unbedingt Aufrüstung. Also dass die Panzerwände innerhalb des bei dem Fahrzeug dicker werden, ist normal. Also es ist halt eine logische Fortsetzung von damals bis heute, die letzten 100 Jahre. Aber ein Punkt, den ich jetzt noch ganz zum Ende auf jeden Fall machen möchte, diese Fahrzeuge anzuschaffen, ist extrem gefährlich, wenn es doch wieder einen historischen Wandel in Deutschland gibt, also eine faschistische Übernahme. Das ist nicht zu 100% auszuschließen. Und Software zum Beispiel, wenn man jetzt Palantir für die Behörden gehauft, also Überwachungssoftware, dann kann man die im Zweifelsfall löschen oder irgendwie unbrauchbar machen. Kann man bei Sonderwagen, naja, also Gesetze kann man auch wehrhaft machen, wehrhafte Demokratie, aber bei Hardware, wenn sie einmal gibt, so, man hat das jetzt zum Beispiel bei Sonderwagen gesehen, die an die Ukraine verkauft wurden, eben solche Movag Eagle wurden da von dem dänischen Militär von einem deutschen Waffenhändler gekauft und dahin exportiert, innerhalb der letzten 1-2 Jahre, da gab es Presseberichte von der NZZ, er musste sie demilitarisieren, aber dann kannst du ja auch wieder einfach nachrüsten. Also bei Hardware ist es echt extrem schwierig, dass sie, ja, die können zu jeglichen Zwecken dann eingesetzt werden. Und meines Erachtens kann man bei Polizeidemilitarisierung diese Fahrzeuge noch höchstens zum Katastrophenschutz einsetzen, was angesichts der Klimakrise wirklich nicht so krass unwahrscheinlich ist. Vielen Dank. Ja, danke. Wenn jemand Tipps, Ratschläge oder Fragen oder Dokumente hat, kann sich jemand gerne melden. Bei Fragen auch jetzt gerne. Ich weiß nicht, wie das jetzt geplant ist. Genau. Ah, perfekt. Ja, hatte ich gesehen. Danke. Genau, wenn jemand jetzt gerade Fragen hat, sehr gerne. Ich zeige mal den hier. Das ist übrigens die Brandenburger Anschaffung. Das ist von der Übung, das Bild. Ja. Wenn sich der Hersteller so als ganz normale Firma gibt, ist es dann auch möglich, den zivil zu erwerben? Habe ich mich just heute noch gefragt. Wüsste ich jetzt nicht. Also wahrscheinlich, also auf keinen Fall in der Ausstattung, die an den Staat geliefert wird. Dafür müsste er demilitarisiert werden. Weiß ich leider keine abschließende Antwort drauf. Ich vermute ja, aber brauchst halt das Budget. Und also es ist jetzt nicht unbedingt eine Kriegswaffe, also sollte möglich sein, ist ja ein Fahrzeug. Ja, danke. Hallo. Auf dem Bild da, was wir da auf dem Bildschirm sehen, das ist Polizei, richtig? Ja, SEK aus Brandenburg. Die haben Sturmgewehre, sehe ich das richtig? Ja, bin jetzt kein Waffenexperte, aber ja. Was zum Teufel hat die Polizei mit Sturmgewehren zu tun? Terrorismusbekämpfung primär. Okay, würde ich jetzt keine sagen. Keine weiteren Fragen, danke. Wie bitte? Keine weiteren Fragen, danke. Top. Ja, also ich, also die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, klagt zum Beispiel dagegen, dass Sachsen Handgranaten und schwere Gewehre kriegen soll. Zu Recht, wie ich finde. Meine Frage wäre, gerade wenn die Polizei jetzt eben behauptet, man müsste Fahrzeuge haben, die auch sehr abschreckend sind, könnte man dann nicht die Modelle für 1990 kaufen? Also für Modelldinger. Entschuldigung, welche Modelle? Dieses für 1995, das war doch dieses Modell, was du auch hattest, was so zum selber zusammenbauen ist. Ich meine, dann ist es so Learning by Doing. Ich meine, dann baust du halt dir dein Modell zusammen, lernst Erfahrung, wie benutze ich so ein Gerät und das ist auch sehr abschreckend. Ich meine, dann würden wir einen Haufen Steuergelder sparen, oder? Ja, ich glaube nicht unbedingt mit den Steuergeldern leider, weil Beamtenstunden sind sehr teuer, das weiß man über GFG-Anfragen. Dann zahlt man teilweise so mal den Stundensatz von einem Beamten und das können dann über 100 Euro werden. Also ich glaube, wenn du, ja, vielleicht frage ich mal bei der Polizei Berlin, ob sie mit mir zusammen den zusammenbauen wollen.
Aber ehrlich gesagt, die sind mittlerweile nicht mehr sehr aufgeschlossen mir gegenüber bei Gesprächen. Hast du diesen Kontaktbutton bei Rheinmetall mal benutzt und mal gefragt, ob sie dir auch bei der Zulassung helfen würden, so für zivile Zwecke und so? Brauchst du da so einen? Ich frage da definitiv nach. Ich habe just, wie gesagt, erst heute das erste Mal so richtig drüber nachgedacht, ob man das zivil kaufen kann. Tatsächlich den Sales Manager Klaas Krause, der auch häufig in der Pressearbeit auftaucht, haben wir jetzt zuletzt in Nürnberg gesprochen. Er war auf jeden Fall sehr amused, mich zu sehen. Wir saßen auch beim Polizeikongress letztes Jahr gemeinsam mit dem Auto, um uns zu unterhalten. Da gibt es noch die schöne Anekdote zu, dass er betont hat, das Auto kann 100 km/h fahren, nicht schneller. Und das auch so, also es ist limitiert, auch wenn die Einsatzkräfte wollen, dass sie schneller fahren können, ist nicht möglich. Das Achleitner-Modell, sieht man im Prospekt gesehen, habe ich dann nicht betont, kann 110 km/h. Also ich vermute, das hat Zulassungsgründe. Ja. Die neuen Wasserwerfer, sind die auch sicher vor Schusswaffen oder haben die nicht so einen Fokus auf Terrorismus? Also ist das ein genereller Trend bei neueren Sonderfahrzeugen oder ist das jetzt nur bei diesem taktischen Fahrzeug der Fall? Weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Spannende Frage. Schaue ich mal nach. Ich kann mir vorstellen, weil die Wasserwerfer 10. Generation, also 10.000 Liter fassen die. Ich kann mir schon vorstellen, dass die in einer gewissen Weise gepanzert sind, aber wenn die schon so viel Wasser drin haben, die müssen sich auch irgendwie bewegen können. Also ich glaube, frage ich mal nach. Danke. Ich kann eine Antwort drauf geben. Die neuen Wasserwerfer sind von der Firma Rosenbauer, die eigentlich Feuerwehrfahrzeuge baut, und die sind nicht gepanzert. Die haben Eigenschutzeinrichtung vor Flammen, also zum Beispiel von Molotov-Cocktails und sonstiges. Die ist kopiert vom Panther-Flugzeugfahrzeug, aber gepanzert sind sie nicht. Okay. Und soweit ich weiß, ist es auch möglich, den Survivor zumindest in der achtleitenden Version zivil zu kaufen. Ah ja, woher weißt du das? Gründe. Um die Sache noch weiter zu entlarven, gibt es Informationen darüber, wie schnell die Gerätschaften eigentlich bei einem terroristischen Angriff einsatzbereit sind? Also die Rüstzeit? Und Folgefrage, sind die eigentlich vom Verbrennungsmotorverbot betroffen? Spannend, einsatzbereit der Berliner, also genau, das hatte ich damals auch angefragt bei der Klage, ich habe nicht angefragt, wo sie stehen, das hätte ich auch niemals bekommen, das hat der Richter auch damals gefragt, wo sie stehen, ich antworte gleich. In Ruhleben steht der Berliner, das ist halbwegs außerhalb, ich glaube, wenn man mit 100 km/h dann losfährt, dürfte man eigentlich überall in Berlin halbwegs schnell sein. Er war zum Beispiel auch eingesetzt bei als da dieses Aquarium in dem Hotel explodiert ist oder implodiert, da wurde einfach mal hingefahren, abgestellt. Dann bin ich irgendwann, als ich das wusste, über Twitter rübergerannt, weil ich da in der Nähe wohne. Da war ich schon weg. Also ich glaube, das wäre nicht das Problem. Verbrennungsmotorverbot. Ich vermute, da findet der Staat Mittel und Wege, dass diese Anschaffung jetzt nicht nützlos irgendwann wird. Na, die Frage war halt, wie sinnvoll ist dann sozusagen in der Polizeilogik die Anschaffung, wenn die sowieso vielleicht mehrere Stunden brauchen, um das Ding erstmal zu entmotten, weil es so selten eingesetzt wird? Stimmt. Achso, okay. Die proben das. Also es gibt Beamte, die nur für dieses Fahrzeug abgestellt sind. Und das wird auch regelmäßig bewegt, damit es halt nicht anfängt, alt zu werden, zu rosten und so weiter. Es wurde just vor 2 Wochen bewegt, und zwar zur Werkstatt. Da gab es dann auch Twitter-Bilder, mir wurden auch welche geschickt, dankenswerterweise. Da wurde es einmal quer durch Berlin gebracht. Da hat auch Rheinmetall dann Verträge, also die das wird ja von MAN mit hergestellt und die werben damit, dass du es in jede MAN-Werkstatt einfach hinbringen kannst. Du hast gesagt, dass man die Survivor mit Waffenplattformen aufrüsten kann. Über was reden wir da? Sobald du es weißt, melde dich gern. Also das wissen wir nicht genau. Also ich habe angefragt, welche Konfiguration für die Bundespolizei es geben soll. Nur das ist halt noch geheim, wird auch wahrscheinlich geheim bleiben. Man wird es dann am Ende sehen können, wenn es auf den Straßen fährt. Bitte sehr.
Also ich weiß es nicht, in welcher Version es die Bundespolizei kriegt, aber ich habe ihn gesehen mit einer 50 BMG Waffenstation von Kongsberg. Also das Ding ist ja auch ursprünglich entwickelt für einen Kriegseinsatz, ja, und nicht für die Polizei. Danke. Ja, also es gibt ein Dokument im Bundestag, dass Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch ist. Das weiß man aus einer kleinen Anfrage von André Hunko, Linksfraktion. Das Dokument ist halt eben eine Verschlusssache. Man müsste in den Geheimschutzraum gehen, um es einzusehen. Dafür braucht man eine Sicherheitsstufe, wahrscheinlich 2 oder 3, also SÜ 2 oder 3. Es gibt schon genug Leute in Deutschland, die diese Sicherheitsstufe haben. Und die können sich das dann anschauen. Aber es ist halt nicht freigegeben. Also die Konfiguration ist nicht bekannt. Spannende Frage, danke, ich wiederhole mal, weil das jetzt nicht mit dem Mikrofon war. Die Frage war, ob die auch im Ausland verkauft werden und ob es dafür die Zustimmung des Wirtschaftsministeriums braucht, des Bundeswirtschaftsministeriums. Zu der zweiten Frage, wenn der aus Deutschland exportiert wird, dann braucht es die Exportgenehmigung meines Wissens jedenfalls wenn es vorher militärisch genutzt wurde, vom BAFA, also Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Und vom BMWI muss dann eine Urkunde zur Demilitarisierung vorliegen. Das beides lag zum Beispiel bei den Schweizer Mowag Eagle vor, die jetzt in den Ukraine-Krieg rumfahren. Und auf ukrainischer Seite. Zur ersten Frage, helfen wir bitte noch kurz auf die Sprünge, was die erste Frage war. Genau. Achleitner hat die Weltlizenz, würde ich es jetzt mal umgangssprachlich so nennen. Das österreichische Unternehmen, Familienunternehmen Achleitner, hat mit Rheinmetall abgequatscht, so, ja, okay, wir verkaufen es weltweit, das wird auch passieren. Zum Beispiel Österreich hat ja welche. Rheinmetall hat eben die Deutschlandlizenz. Also Deutschland verkauft das, Rheinmetall verkauft das in Deutschland für die deutschen Behörden, Privatpersonen bei Interesse anscheinend vielleicht auch. Aber Achleitner macht weltweit den Vertrieb und wird passieren, ich weiß gerade keine Zahlen dazu oder wo es hinverkauft wurde. Jo, danke. Ich habe in einem Artikel 2017 mal gelesen, dass das Land Sachsen ein Fahrzeug gekauft hat mit einer Spezialausstattung, nämlich dass auf den Sitzen eine Stickerei war mit einem Schriftzug Spezialeinsatzkommando Sachsen in Frakturschrift und einem Wappen. Mhm. Die Kritik an das LKA, dass das irgendwie an die Nazizeit erinnert, wurde da zurückgewiesen. Das kam mir jetzt direkt hoch, als du gesagt hast, dass die Länder irgendwie ihre spezielle Ausstattung bekommen können bei den Sonderwagen. Hast du da irgendwie was mitbekommen in der Richtung? Wie weit sich da auch ideologisch da bedient wird, sozusagen? Ja, ideologisch würde ich mich da jetzt nicht so äußern wollen, publik. Aber im Rahmen der Anfragen, also der Anfrage in Sachsen, kam dann raus, ich glaube erstmalig durch die Anfrage, dass innerhalb der Behörde es eine Schneiderei gibt, die an Überzüge gemacht hat für diese Sitze. Also es war bei dem Kopf, wo man seinen Kopf ablegt. Dann haben sie Überzüge gemacht, die man da machen kann. Ganz ehrlich, wenn man einen Überzug macht, dann kann man auch gleich ein direkt neues Polster dafür machen. Das wiederum lässt schon etwas erahnen. Ja, also Überzüge kannst du mal eben abziehen. Eine Art Schlumpf immer rüber. Das kannst du mal eben abziehen bei Bedarf, wenn es für einen Einsatzzweck benötigt. Es ist jetzt nicht das stärkste Mittel gewesen. Ja, apropos Sachsen 2017, ich glaube, da gab es auch die Variante, wo man das Polizeischild runterklappen kann, damit das Fahrzeug undercover unterwegs ist. Weißt du, ob sich das durchgesetzt hat? Meines Wissens hat es sich nicht durchgesetzt. Da gibt es zu der Anekdote, die ich auch kenne, also da gibt es ein Bild eben von diesem Herrn Klaas Krause im Sales Manager, wie er das so umklappt. Leider ist die einzige Quelle, die man dazu findet, also die allererste Primärquelle, ein Blog über das Sondereinsatzkommando. Es wird dann verkauft als Blog des Sondereinsatzkommandos. Ist aber eher darüber. Das Impressum ist nicht wirklich ein Impressum und man weiß nicht, wer das betreibt. Deswegen verwende ich das Bild nicht in den Slides, weil man müsste halt mal wirklich herausfinden, inwiefern das vertrieben wurde. Ich werde da auch mal Rheinmetall fragen, aber ist eine witzige Anekdote auf jeden Fall. Aber die Quelle ist leider ein bisschen fraglich. Genau. Also es gibt das Bild und das wird, glaube ich, nicht bearbeitet, aber ja, genau.
Also ich habe dann tatsächlich zu der Domain, das ist eine DE-Domain bei Adenik angefragt, die wollten mir leider nicht sagen, wem die Domain gehört. Genau, wer hier bei Adenik arbeitet und Interface versichert. Ich mach Witze. Ich glaube, ich würde es dabei mal belassen, weil wir müssen auch pünktlich Schluss machen, weil gleich gibt es hier was zu Bugbounties, was auch spannend klingt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, bin noch ein bisschen hier, falls wer Fragen hat. Danke.